Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Elder Scrolls 4 Oblivion, der gute Erthor. Wir haben ihn ja im letzten Part von den Trollen befreit und sind dabei von dem Sprecher der dunklen Bruderschaft angesprochen worden, nämlich von dem guten Lucien Lachance, um uns Eintritt in die dunkle Bruderschaft der Meuchelmördergilde zu gewähren. Das werden wir uns auf jeden Fall später auch noch reinziehen. Hier ist er, hallo. Hallo? Das ist alles. Das ist alles. Ist das der ganze Auftrag? Ist das alles, was du willst? Das ist alles. Wirklich alles? Das ist alles. Ah, okay. Dann ist ja gut. So, dann... Ja, ich habe keinen Bock, den ganzen Weg zurückzulaufen. Ich habe ja Tumor. So. Und tschüss. Hallo, Schüler. Hallo, Adrienne. Ich nehme an, ihr seid wegen dieser Empfehlung hier. Ich muss mit Erthor sprechen, bevor ich sie schreibe. Sagt Erthor, er soll zu... Ich nehme an, ihr... Er ist... Naja... Ach so. Dann warten wir jetzt ein paar Stunden. So, jetzt ist er da. Ja? Ich habe mit Erthor gesprochen, dem es gut zu gehen scheint. Gute Arbeit. Ich werde mich darum kümmern, dass eure Empfehlung verschickt wird, sobald ich dazu Zeit habe. Cool. Wie gesagt, ich bin ziemlich beschäftigt. Ich werde mich aber irgendwann darum kümmern. Das versichere ich euch. Sehr gut. Die nächste Empfehlung haben wir uns abgeholt. Und es geht weiter zur nächsten. Wir gehen... jetzt muss ich... Lass mich überlegen. Wir gehen nach... zu welcher gehen wir als nächstes? Ja, wir gehen nach Anvil. Anvil Haupttor. Dort regiert Gräfin Milona Umbranox. Ulvus, der Mittellose. Nein, also hier ist die Kämpfergilde, hier die Magiergilde. Und rein. Karahil. Hallo, Schüler. Wenn ihr eine Empfehlung von mir wollt, müsst ihr einfach beweisen, dass ihr leistungsfähig seid und dabei bereit, etwas zu lernen. Ja, gib mir die Empfehlung. Im Gegensatz zu den zeitverschwendenden Aufgaben, die man euch in anderen Gildenhallen vielleicht gibt, ist dies eine ernste Sache mit Konsequenzen. Seid ihr bereit? Ja, ich bin bereit. Dann erlaubt mir, euch die Aufgabe zu erklären. Der Magierrat hat mich mit der Lösung eines Problems an der Goldstraße betraut. Mehrere reisende Kaufleute wurden in letzter Zeit entlang der Goldstraße tot aufgefunden. Und noch mehr sind vermisst. Der Rat fordert, dass dem ein Ende bereitet wird. Ihr werdet mir dabei helfen. Ach ja? Ist das nicht gefährlich? Weiter. Wir glauben, die Morde sind das Werk eines abtrünnigen Magiers. Ja. Kampfmagier wurden zur Herberge zum Brina-Kreuz geschickt, da nur ein Aufenthalt dort allen Opfern gemeinsam war. Ihr müsst nach Norden zur Herberge zum Brina-Kreuz reisen und mit Arielle Jurard reden. Sie wird euch weitere Anweisungen geben. Na schön, diebische Magier. Manche Magier halten sich nicht an die Prinzipien der Gilde und praktizieren jenseits ihrer Grenzen. Viele geben nicht viel auf das Leben anderer. Die Frostbeulen, die an den Opfern in diesem Fall gefunden wurden, weisen darauf hin, dass ein Magier für ihren Tod verantwortlich war. Vermutlich nicht mehr als simpler Raub. Diese Schriftrollen sollten euch... Okay. Schönen Tag. Hallo. Er hat... Und... Wiedersehen.
Okay, dann. Ich muss mit. Ah ja, mit Ariel Girard und Rina Kreuz. Das ist gleich hier oben. Wir reisen erstmal zu den Pferdeflüstererstellen. Wir haben gefunden Whitmont. Whitmont. Und by the way, ist heute Artikel 13 eingetroffen. Aber soweit ich weiß, aber so genau weiß ich es auch nicht. Aber man kann dazu nur sagen, scheiß auf Artikel 13. Scheiß drauf. Wollte ich nur mal gesagt haben, by the way. So. Dann gehen wir jetzt mal hier. Herberge zum Brinarkreuz. Ja, doch, ich denke, ich habe ein wenig Zeit. Ja. Was ist? Was habt ihr für Neuigkeiten? Ich nehme an, der Dedra-Kult ist auf der Insel Sumerset inzwischen weit verbreitet. Die Altmeer haben mächtige Zauberer. Hallo, Kaminal. Das könnte eine gefährliche Situation ergeben. Hallo, Ariel. Seid gegrüßt, Fremde. Was kann ich für euch tun? Karahel hat euch geschickt, nicht wahr? Geht und sprecht mit Christoph. Nehmt ein Zimmer für die Nacht. Ich treffe euch dann auf eurem Zimmer. Wenn euch jemand fragt, seid ihr ein reisender Kaufmann, nichts weiter. Sagt niemandem etwas anderes. Nein. Ich fürchte, ich kenne den Weg nach Chardinal nicht, aber ich wünsche euch eine gute Reise. Entschuldigt mich nun. Wie geht es euch? Hallo Christoph, Maran. Willkommen in der Herberge zum Brinarkreuz. Möchtet ihr vielleicht etwas essen oder vielleicht ein Bett für die Nacht? Ein Bett. Lasst mich raten, ihr seid geschäftlich unterwegs? Ihr seht nicht so aus, als vertretet ihr euch nur die Füße. Das würde ich nicht sagen. Ja, ich bin Kaufmann. Ah ja, dachte ich mir. Hier reisen viele davon durch. Na gut, sie reisten. In letzter Zeit nicht mehr so viele seit... Naja, ihr wisst schon, die Morde. Ich spreche nicht viel darüber. Das ist schlecht fürs Geschäft. Wie auch immer, wollt ihr ein Bett für die Nacht? Ich nehme es. Na gut, die Betten sind oben, auf der Rückseite der Herberge. Schlaft gut. Verdammter Dieb. Was denkst du über den Graufuchs? Verdammter Dieb. Ah, verstehe. Entschuldigt, aber sagtet ihr gerade, ihr wärt ein fahrender Händler? Oh ja. Oh ja, das ist richtig. Nein, nicht ich. Oh, das tut mir leid. Vielleicht habe ich nicht richtig gehört. Entschuldigt. Macht ihr euch keine Sorgen nach all den jüngsten Morden und alledem? Ich hätte solche Angst, wenn ich das wäre. Ich habe die Herberge seit Tagen nicht verlassen. Na gut, passt auf euch auf. Ich will nicht wieder von einem sinnlosen Tod hören. Viel Glück! Zu ihr kann man nur sagen, sie ist eine großartige Schauspielerin. Ganz ehrlich, sie ist großartig. Es Morgen. Gibt keine bessere Schauspielerin. Okay, das ist mein... Nein, das ist mein Zimmer. Hallo. Also gut, es sollte sicher sein, hier zu reden. Wenn ihr hier geschlafen habt, ich werde euch mit einem weiteren Kampfmagier folgen. Okay. Sollte dieser feige Magier euch gegenübertreten, zögert nicht. Wenn der Magier sich zu erkennen gegeben hat, werden wir zu euch stoßen. Okay. So, ich muss der goldenen Straße nach Quatsch folgen, um mich vor jedem auf der Straße in Acht nehmen. Alle zuerst mal speichern. Hier überschreiben, das ist alles gut. Wie geht's? Kampfmagier. Rolian Thanos. So. Es ist ein langer Weg. Und wir wissen nicht, was uns erwartet.